Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video, denn ich wollte euch jetzt nur mal eben meine Ergebnisse aus dem letzten Live zeigen. Also Thema war ja vom Masterboard zum Pocket Letter und die liebe Margit, ich war ja mit Margit live, das wisst ihr ja, die hat ja natürlich für mich eine Farbe mit ihrem Farbrad da irgendwie gedreht und ich habe die Farbe, ja, Teal bekommen, also so Türkis, Petrol, irgendwie so eine Mischung. Und jetzt wollte ich euch halt mal meine Karten zeigen. Da seht ihr jetzt so, naja, so ganz alle auf einen Blick habt ihr nicht. Deswegen zeige ich die jetzt einfach mal einzeln. Leider Gottes, kriege ich das Masterboard nicht mehr ganz zusammen. Ich habe zwar hier jetzt was gefunden, was zusammengehört und ich glaube noch irgendwo, aber so ganz. Naja, klappt das nicht. Aber ist ja mein erstes, ne? Beim nächsten bin ich schlauer und werde mir das dann markieren. So, und ich habe das dann kombiniert mit Gold und mit Braun und ein bisschen Schwarz. Und das, ja, zeige ich euch jetzt einfach mal. Also so sieht das Ganze aus. Ich habe dann ja halt hier diese Paper Dolls von Tim Holtz benutzt. Und dieses Goldene ist von der Stanze von Studio Light. Diese Treasure-Dingsbum-Stanzen habe ich ja dafür benutzt. Das ganze Live könnt ihr euch natürlich noch im Nachgang anschauen. Wer da Interesse hat, gibt einen Teil 1 und Teil 2. Aber einmal hier so. Jetzt halt die Ergebnisse, ne? So, kriegt ihr mal. Oh, ich kann ja mal zwei gleichzeitig zeigen. Dann geht es ein bisschen schneller. Also das ist, und das schimmert halt schön. Ich habe da halt den Nuvo Shimmer Powder auch benutzt, beziehungsweise also Pixie Powder. Ja, also finde ich schon ganz schick geworden. Also ich freue mich, finde die Ergebnisse sehr, sehr schön. Und also ich bin sehr zufrieden damit. Und auch die Farbkombination fand ich jetzt dann doch am Ende richtig klasse. Also, ja. So. Dann auch diese beiden. Ich finde, die sehen komisch aus. Es ist so, als wären hier oben die Köpfe so ein bisschen abgeschnitten. Ich weiß auch nicht. Ich war das nicht. Das war schon so. Keine Ahnung, aber naja, was soll's. So, und dann geht's nochmal zu den letzten beiden. Und im Grunde sind das dann diese. So. Also, ich, wie gesagt, bin ziemlich zufrieden. Ja, gut, ich meine, man sieht natürlich jetzt nicht mehr, ne, mit dem Pocket Letter und so. Das Prinzip ist ja eigentlich, dass man irgendwie erkennt, dass es noch aus einem Teil quasi geschnitten wurde. Naja, ja, ich will mal nicht so streng mit mir selber sein und ich hoffe, ihr seid auch nicht zu streng mit mir. Und dann geht das schon so durch. Ja, dann hatte ich mir irgendwie Hüllen gekauft, leider Gottes. Ich zeige euch die mal. Habe gedacht, weil ich in meiner Unwissenheit, also ich hatte mir diese Hüllen hier von Craftelier geholt, die habe ich letztens im Haul auch gezeigt. Da habe ich gedacht, naja, wenn ich ATCs sammle und tausche, dann könnte ich die da reinmachen. Das werde ich auch machen, also kein Ding. Aber jetzt hier für Pocket Letter selber, beziehungsweise ja, für die ATCs, die ich mir selber jetzt aufbewahre, stört mich das nicht. Aber wenn man doch mal kompletten Pocket Letter tauschen würde oder halt so eine, vielleicht so eine Reihe abschneiden und dann so verschickt. Ja, ihr seht, ne, also das ist ein bisschen groß. Ich weiß auch nicht. Ich muss mir halt nochmal andere Hüllen kaufen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade dafür, weil das dann nicht so schön zur Geltung kommt. Aber da, das ist halt so. Weiß ich nicht. Ne? Das, ja, beim nächsten Mal bin ich schlauer. Jetzt im Anschluss zeige ich euch auch noch die Karten von Margit. Die hat mir nämlich auch ein kleines Video gemacht. Und das werdet ihr dann jetzt sehen. Ja, für sich hat Margit die Farbe grün gedreht. Und bei ihr sieht man wenigstens auch, dass es ein Pocket Letter ist. Weil sie einfach diesen Faden da drauf oder das Band da drauf hat, was halt wirklich sich durch das Pocket Letter zieht. Und auch die Blätter, die halt wirklich zusammengehören. Man sieht es einfach, wenn man auf den kompletten, auf die kompletten neuen Karten schaut. Und ich finde, es ist viel los, aber es ist trotzdem irgendwie ja total harmonisch und so stimmig. Und ich freue mich schon, wenn ich
davon ein paar Karten in den Händen halten darf. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich bin auf euer Feedback gespannt, auf eure Rückmeldung. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne kreative Zeit. Bis dann!